Ihr Lieben da draußen, von mir und wie heißt das Vieh nochmal? Was ist jetzt wieder? Jetzt muss ich mal gucken. Wespe. Nee, wie hieß das nochmal? Ogre Darne, unsere meine Vespa 50. Genau, hallo, der Name ist super. Hallo. Hast du, du kannst ja auch eine Vespa 80 nehmen. Bist du was schneller als ich? Nein. Ja gut, meine war höher, aber egal. Ja. Wo bist du jetzt Würde's eigentlich? Du kannst den das Pleto anvisieren, dann findest du mich. Ach, du zählst ihn jetzt echt? Ja, aber ich weiß nicht, wieso der jetzt gerade wieder keinen Hunger kriegt. Ich glaube, der braucht immer. Nee, beim ersten Mal, ja, beim ersten Mal dauert das Ewigkeiten immer. Boah. Das Pleto, ey. Du hast doch. Und krieg Hunger. Du hast doch einen Knall. Der ist 100. Knall. Nachdem ich meinen letzten verloren hatte. Ach so, aber wegen was? Wegen dem Dings, ja? Wegen der Arena? Ja. Ah, dann mach das mal. Ich werde mal Gigatitan suchen. Ich habe aber ja, so ein bisschen super Angst. Ich weiß nämlich ganz genau, wo die hocken. Die hocken nämlich immer zwischen den Bäumen. Ja. Ja gut, sonst hast du eine Nahkampfwaffe dabei. Mein Revolver. Gut. Ich schieße dem Ding einfach direkt in das Hirn oder den Brei aus dem Hirn. Ja, genau. Ich schieße bis durch die Karte. Ich fand die Aktion in der letzten Folge so geil. Springt mich der Kaposukus an und reißt. Du hast aber wieder Glück, ey. Ja, ist ja lustig. Den. Boah, wie heißt er? Kümchens Lieblingstier. Ich wollte mir gerade überlegen. Ich habe es gerade eben noch gesagt gehabt, ich habe es aber vergessen. Moshops, ja. Im Alter, ey, ich muss mir mal in den Nacken hauen. Gute Show! Okay, ich kann ihn wieder füttern. Na guck, das dürfte jetzt schnell gehen. Ja, ist gezähmt, sehr schön. Ah, ich liebe diesen Winterung. Oh, hab eine. Echt jetzt? Ja, natürlich. Hör mal, Levels? Red's mit dem Meister. 116. Nur ohne 100. Oh. Was? 116. Nur ohne 100. Nein. 16 mal wieder. Komm. Nein. Ja. Oh. Und die kämpft auch gerade gegen, wie heißt diesen Schreihals-Ente? Wie heißt diese? 18, ja. Ich weiß, welche du meinst. Ja. Das Pleto? Nee. Easy. Nee. Irgendwie so ähnlich. Ente. Normalerweise würde ich sagen, Gott. Erschieß sie bitte, damit was Neues spawnt. Ich weiß auch, dass die gerne da spawnen, wo diese hellen Blumen waren, aber ich weiß nicht mehr, wo das auf der Karte ist. Ich muss jetzt mal weg hier. Also die sind immer unten auf dem Boden bei den Bäumen, das weiß ich. Aber ich habe jetzt eine gefunden, wirklich in so einem Baum drin. Da ist ein riesengroßer... Eine Blume. Riesengroßer Höhlenbaum-Spot. Du die direkt gesehen hast. Oh, ich höre eine. Hier ist eine. Wo denn? Was? Wow, ich wollte nicht mitten in den Kampf von euch. Wo? Hast du einen Gigatitan gefunden oder was? Ja. Ja? Ja. Kann auch nicht gerade gucken, weil die mich eingestäubt hat. So jetzt. Wo ist er denn? Gigatitan oder 16? Ist jetzt nicht dein Ernst. Bist du unter dem Baum? Ja, ja bei so einer Blume. Okay. Einer gelben Blume. Nee. Sind die jetzt gekillt? Wenn die auf dem Boden liegt, auf dem Rücken liegt, dann nicht unbedingt, nee, weil die machen diese Aktionen ja immer. Da habe ich jetzt eine LD, ist 16. Hm, sehe ich. Ah, ich mache aber mehr Schaden als du. Oh, weg hier. Die hat mich abgemountet. Ah, aber sie ist schon tot. Mich direkt angegriffen, das Vieh. Hier, du musst aufpassen, da bei dir ist dieser riesengroße Dilophosaurus. Der ganz, da genau unter dir, auf du. Der ist echt böse, der macht sofort Giftschaden. Der hat mich angespuckt, das Vieh. Ach, jetzt weiß ich, ach, da bist du. Und doch. Ja, ich habe ein paar Schadenspunkte. Ja, die sind böse, die Viecher. Ja, die sind echt böse, die machen auch mega, mega viel Schaden. Der Schwarm greift nicht immer an, ne? Ich bin so oft schon durch den Schwarm durchgeflogen. Vielleicht greift er nicht an wegen dem Vieh. Das kann natürlich sein. Ob sie dich ignoriert?
Aber wie will man denn hier im Dunkeln die sehen? Wie hast du den so auf Anhieb gefunden? Ich bin, das, wie gesagt, das ist in der Höhle drin gewesen. Da ist ziemlich hell drin. Und dann stand der da schon im Schatten. Ich glaube, ich wechsle dann doch lieber auf den Bloodstalker. Da sehe ich die wenigstens. Ach so, du kannst, ja. Ich bin echt glücklich mit dem Vieh jetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist doch cool. Ja, bin echt happy. Oh, ich habe hier irgendeine Mücke im Zimmer. Die sticht mich die ganze Zeit in die Hände, das in die Finger. Ist fies. Was fliegt denn da? Wo ist denn mein... Was ist ein Tapajara, der hier hängt? Den könnte ich jetzt super lustig zähmen. Wenn er ein hohes Level hat? Der hängt hier fest. Guck mal. Wir haben noch keinen Tapajara, ne? Ist voll schön. Oh, es ist, glaube ich, Standard-Level heute, Level 16. Oh mein Gott, was ist denn los? Ey, man muss echt aufpassen mit der Ausdauer von dem Vieh. Ja, ich würde auf ab und zu mal Pünktchen in Leben geben, aber ansonsten Ausdauer und Gewicht. Weil Gewicht haben die auch nicht viel. Ich habe nämlich die Fähigkeiten verstanden, was sie tut. Die kann zuschlagen, aber mit dem anderen macht die gar keinen Schaden und da ist doch irgendwie packen. Meinst du, die könnte packen? Bestimmt. Also sonst wären ja die Ärmchen da ein bisschen nutzlos, finde ich. Ich mag es in der Innenperspektive mit dem Ding zu fliegen. Habe ich noch nicht gemacht. Also ich guck auf Dinos ungern aus der Innenperspektive, weil sie mir schlecht. Bloodstalker sind echt schwierig. Bloodstalker. Achso, ja. Was ist denn immer los? Du bist mit dem Bloodstalker unterwegs, ja? Ja. In der Hoffnung, dass ich dich schneller ecke, ne? Ja, hier, die ist hier in der Höhle ist diese Ente drin. Ja, dann ist da eh nichts. Ah, die kann ich abballern, stimmt doch. Welches Level hat die denn? Wieder so düster hier, ey. Die Arena, oder? Nee, das ist was anderes. Mann, jetzt spinnt er wieder. Los. Aprosuchus, ich will mit dir nicht spielen, danke. Das ist gefährlich, ey. Meinst du, sie sind nur in dem Baumgebiet? So, fies weg. Sehr gut. Ich denke schon, ja. So, hier ist nämlich eine Gigatitan gewesen, nämlich. Den hat sie nämlich umgehauen. Und der macht ja dann auch immer so eine. Der Gigatitan ist ja derjenige, der die meisten Animationen machen kann von allen Tieren, die es so ja, gibt. Ja, genau. Die haben ja auch diese Art Emojis. Ja. Ich finde die super. Also so hätten die eigentlich die normalen mal machen können. Wie heißen sie? Kleinen Verwandten. Mantis? Ja.
Ja, aber eine Mantis kann ja, glaube ich, die kann ja nicht fliegen. Mantis kann ja nur kurzzeitig springen. Also die Mantis im Spiel sind eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Ja, aber ich finde, dass sie halt auch von der Stärke halt ein bisschen besser wären, so wie die Großen. Finde ich schon stark genug, so, weil die haben ja diese Sprungattacke und die Sprungattacke macht echt viel Schaden. Ja, gut, das stimmt. Ach, Capro, ehrlich. Will nicht mit dir spielen. Sie Wieso will nicht bist mit dir spielen. Ah. Sie tut doch nichts. Uhu. Heißt es nicht, ich will nur mit dir spielen? Ja, Ich aber ich weiß hatte nicht. es anders gedreht, weil sie will doch nicht mit Nein. dir spielen. Hier ist auch keine, oder? Nee. Also das Gebiet hier ist echt faszinierend. Ja, also es ist schon nicht uninteressant, aber dieses ständige Düsterne, Ja, das geht mir halt ab. das ist schon hart. Mich wundert nur auch, dass es nicht, also damals, als es rauskam, hat es hier auch viel mehr geregnet. Also das Gefühl gehabt, alle 5 Minuten regnet es auch noch. Ich glaube, das gibt's überhaupt noch Regen? Ich habe bis jetzt noch keinen Weiß Regen nicht, bis gesehen. jetzt nicht einmal, ulkigerweise. Hast gerade ulkigerweise gesagt? Ja. Okay. Du bist ja ulkig. Ich bin immer ulkig. Rennt denn hier rum? Mit hier. Hier sind doch Oh auch Gott, ich bin welche schon wieder. Oh, gespawnt. ich bin wieder mega vergiftet worden von diesem Vieh. Welchen? Von dieser riesengroßen Dilophosaurus. Der Ente? Ach, von dem, oh Gott. Er hat einmal gespuckt und hat mir viermal Giftbuff gemacht. Aber ich glaube, weil das Insekt selber giftig ist, kriegt er keinen Schaden. 0, 0, 0, 0, Echt? 0, ja. Oh, das ist ja praktisch. Sonst wäre der tot, ganz sicher. Der Giftbuff ist echt böse. Die wieder so gut trifft auch noch. Das ist unglaublich. Der Rotzlümmel. Rotzlümmel. Oh Mann, ey, das ist so Oh, unübersichtlich. hier ist ein Loch, da muss ich mal rein. Oh Gott. Bin drin. Und? Hat auch nicht wehgetan. Ist es wenigstens feucht? Oh, was ist das denn? Ach so. War nicht feucht, nee. Ach, wir sind hier im Moor. Ein paar haben wir jetzt schon gefunden, aber irgendwie dann doch keine richtigen, ne? Nur zwei. Ein paar. Echt low. Hier sind normalerweise auch immer welche gespawnt, wo ich gerade bin, aber da ist gar keiner. Lange. Den wollte ich auch Ich nicht. habe mir heute die DVD von Braveheart Ach Gott. ins Auto gelegt. Werde ich jetzt mit Die nach. Musik. Nee, den Film. Ach, den Film. Den Film, ich will den morgen auf dem DVD mal nochmal gucken. Ich habe Braveheart noch nie gesehen. Ah! Weil der stirbt, der Hauptprotagonist. Will ich nicht. Ich mag Mit Happy Tiger 1 kannst du End. super ins Kino gehen. Ich glaube, der stirbt am Ende. Ja, ich muss vorher wissen, ob es ein Happy End hat oder nicht. Das ist uninteressant. Das ist doch, die Nein. Geschichte ist das einfach. Ja, die Ist kann so ich gut. nachlesen. Das glaube ich. Also so ein guter Film. Oh, ich habe eine gefunden. Hui. Und Levelski? die. Oh, da ist eine Ente. Ich will nicht zu der Ente. Na, 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 geh weg. Level 44, ist okay. Die würde ich nehmen, ja. Dann kommst du zu mir. Wo bist du denn? Hier. Oh Gott, hier ist noch so ein Spooky. Lach Also. mich, hier. Da. Da. 75? 77. 75. Nein, 75, 79. 75, 79. Denke ich, fast da sein. Muss man die abschießen oder muss man die. Ja, betäuben. Ah, zumindest, glaube ich, doch. Was länger her, aber die musste man betäuben. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob man die netzen kann. Ich habe auf jeden Fall auch Netze dabei. Darf ich mal schon schießen? Einmal? Ja, sicher. Oh Gott, hier ist so ein. Ja. Ein Spooky. Geht. Glaube, ich wechsle mal wieder mein Tier hier. Aua, der hat mich auch vergiftet. Aua, hab ich voll getroffen.
Bleibst du hier? Oh. Nein, du frisst mich nicht an. Die macht Schaden. Eigentlich fast da sein. Müsstest du gerade schon, wenn du fast da bist, dann müsstest du Schadenzahlen sehen. Flieg mal hoch, vielleicht sehe ich das weiter von weiter oben. Ah, ich sehe dich, okay. Ziemlich im Sumpf unten. Ja, im Sumpf unter. Mal gucken, ob ich die netzen kann. Brauchst du nicht, die will nicht weg. Echt? Die will was von mir. Ey, wie viel kann, muss ich denn auf eine 44er drauf? Aber dein Fuß ist gleich im Weg. Du kannst aber gerne mit auf den Boden fallen. Ja. Nee. Da fliegt sie. Nicht fliegt sie, liegt sie. Ich wollte gerade sagen, liegt sie oder fliegt sie? Was? Puh, wie alle auf eine Stelle. Gib mir die wieder her. Gib die wieder her. Die Hammel, die Fraßhammel. Oh, ja, das ist gut. Voll ins Gesicht geschossen, ey. Voll in die Augen eigentlich. Sind die voll hübsch? Ja. Hab ich noch keinen Sattel. Ja, pack mal einen, nimm mal mit. Na. Mega. Titan. Brauche ich wieder Metallwaren? Nee. Die sind. Also die sind eigentlich gar nicht so schwer zu finden, weil du musst immer nur auf dem Boden in den Dank fliegen. Ich finde das dann im Dunkeln auch so unübersichtlich hier im Sumpf. Ja, aber es ist zwar dunkel, aber es ist ja trotzdem immer noch so... Ja. Das war's schon. Ja, cool. Oh, lass dich mal draußen, ich will mal ein Foto von mir machen. Ach so, warte. Danke, please, danke, danke. Please. So, magst du denn da? Pack sie mal. Oh Gott, jetzt ist sie zu groß. Jetzt komme ich da oben nicht hin. Oh Gott. Die ist zu groß, das hast du gesagt. Jetzt pack den mal hier ins Wasser, sieht ein bisschen gruseliger aus. Also ich muss aber sagen, Grafik ist arg doch immer noch so toll. Ich weiß gar nicht, wo braucht man eigentlich so ein Grafik-Update? Also ich habe ja auch noch nicht arg durch und ich habe noch genug zu tun. Also von mir aus können sie es auch nochmal verschieben. Okay. Kannst den Kerl einpacken. Das ist ein Mädchen. Den Kerlin. Faszinierend, du findest sie immer. Ich bin total glücklich mit den neuen Vespas hier. Ja, die sind nicht so vom Angriff bis jetzt, ne? Ja, aber da kann man echt sich super mit bewegen. Also ich habe jetzt einfach nur diesen hier gemacht. Ich bin einfach ganz langsam geflogen in diesem Style. Ja, und zum dann Fliegen einfach, sind die schön. Und immer ganz flach fliegen. Das Problem ist, man muss immer aufpassen über dem Wasser. Oh, ich wollte sagen. Dicker Käfer ist auch noch hier. Oha. Das Sam war echt heftig. Ja. Da musst du ja. Wresteln. Ja, da muss man einen Tank haben. Wenn jetzt du zum Beispiel hier so hoch fliegst, am Boden entlang. Okay, habe ich denn meine Dackel weg? Nee, da habe ich sie doch. Dann sehe ich es vielleicht auch besser. Dunkel. Genau. Nee, hat es ja, glaube ich, ohne Fackel gefunden. Echt? Ja. Oh, krass. Ich meine schon. Weiß man kann nicht die Störung auch einsammeln hier mal. Oh, nerven mich. So, ich mache jetzt aber Schluss für diese Folge. Wir haben ja unser Ziel erreicht. Sehr schön. Und noch viel mehr. So, ja, wir haben echt... Okay. Eigentlich müsste man doch hier großen Schaden an dem Schwarm machen. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Nee, ist nicht richtig gekämpft. Ich sag aber erstmal tschüssi für diese Folge. 20 Minuten heute ein bisschen kürzer, aber dafür haben wir wenigstens Gigatitan. Die müssen wir sowieso noch bestücken. Mit großen und heftigen, ne? Sattel. Und bis zur nächsten. Tschüss.